Ist. Die Bundeswehr kommt immer leichter in die Lage, sich mit bewaffneten Konflikten auseinanderzusetzen. Und jetzt wird auch darüber gesprochen, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszurüsten, diesen Kleinflugzeugen ohne Pilot, die aus Tausenden von Kilometern Entfernung per Mausklick zum Töten eingesetzt werden. Die Geräte sind hoch umstritten, weil sie oft die Falschen umbringen. Sind sie auch eine Option für deutsches Militär? Susanne Gillhardt aus London über die begehrten neuen Waffen und die Zweifel daran. Eine Drohne der britischen Armee. Doch es ist nicht der Himmel über Afghanistan oder Pakistan. Wir sind in Wales. Auf dem einzigen Testgelände für unbemannte Fluggeräte in Großbritannien. Der Aufklärer Watchkeeper wird hier fit gemacht. Ab April soll er über Taliban-Gebiet eingesetzt werden. Eigentlich sollte hier ein Technologiepark entstehen. Die Anwohner hofften auf mehr als 1000 Arbeitsplätze. Doch dann kam alles anders. Kaum Jobs, dafür viel Militär. Diese Gegend wird jetzt als Testgelände für Tötungsmaschinen genutzt. Der Watchkeeper soll Ziele erkennen, damit andere Drohnen sie auslöschen können. Aber man kann auch ihn mit Raketen und Bomben bestücken. Arian James wohnt direkt nebenan. Fast täglich Testflüge, für sie unerträglich, nicht nur wegen des Lärms. Wenn ich so eine Drohne höre, versetze ich mich in die Lage der vielen armen Menschen weit weg von hier, die auch diesen Lärm hören müssen und nicht wissen, fällt jetzt eine Bombe? Ist unsere letzte Stunde gekommen? Von Wales in den Norden Pakistans. Hier an der Grenze zu Afghanistan machen US-amerikanische und britische Drohnen Jagd auf Taliban. Ein Krieg ohne Kriegserklärung, mit Tausenden von Opfern, darunter hunderte Zivilisten. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Die Drohnenpiloten sitzen 12.000 Kilometer entfernt in einer Kommandozentrale in der Wüste von Nevada. Ein Knopfdruck und über Satellit werden lasergesteuerte Raketen abgefeuert. Ein Computerkrieg mit neuen Waffen, hoch umstritten. Der Verteidigungsausschuss des britischen Parlaments will nun die rechtlichen Grundlagen prüfen. Mit Drohnen ist es einfacher, einen Krieg zu beginnen. Es ist einfach zu sagen, es gibt ein Problem im Norden Malis. Lasst uns ein paar Drohnen hinschicken. Drohnen sind ferngesteuert. Es ist fast wie ein Videospiel über tausende Meilen hinweg. Das wirft ernste ethische Fragen auf. Ich sage nicht, Drohnen sollten verboten werden, aber wir brauchen internationale Vereinbarungen. Das ist der Vater von Noor Khan, getötet vor 2 Jahren bei einem Drohnenangriff in Pakistan. Sein Sohn will jetzt gegen die britische Regierung klagen. Sein Vater sei unschuldig, sagt er, genauso wie die anderen 40 Zivilisten, die mit ihm ums Leben kamen. Nach unserer Ansicht ist allein die Tatsache, dass britische Drohnen den USA Informationen liefern, gesetzeswidrig und nach englischem Recht ein Verbrechen. Denn man bekommt nur dann Kombattantenstatus, wenn man sich im Kriegszustand befindet, in einem bewaffneten Konflikt. Soweit mir bekannt ist, sind wir mit Pakistan aber nicht im Krieg. Die britische Regierung jedenfalls setzt auf die neue Kriegsführung. Gerade hat sie die Zahl der Kampfdrohnen auf 10 erhöht und eine eigene Kommandozentrale eingerichtet. Zu Hause, weit weg von Afghanistan und Pakistan.